Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Nils Gefiels, zu Die Gilde 1. Ein Spiel aus dem Jahre 2002, also 20 Jahre alt, aus dem Hause Joe Wood. Das sind österreichische Softwareentwickler gewesen. Das Studio gibt es nicht mehr, die auch noch ein anderes prominentes Spiel gemacht haben, nämlich, kommt ihr drauf? Richtig? Gothic 3. Das haben die damals auch gemacht, gibt es jetzt nicht mehr, ist irgendwann Insolvenz gegangen, gab zwischendurch auch insbesondere bei Gothic Probleme mit Bugs und so weiter. Die Gilde 1 war damals auch nicht besonders frei davon, aber das Spiel ist spielbar. Es ist mir einmal in der Vorbereitung kurz abgestürzt, aber ansonsten läuft es. Ich habe mir das Ganze, wie so oft bei Retro-Titeln bei GOG.com gekauft. Dort kriegt ihr das für einen schmalen Taler. Und wir haben gar nicht so viel Zeit zu verlieren. Wir wollen direkt reinstarten. Ich hoffe mal, es ist stabil, es läuft. Die Gilde 1 hatte ein recht umfangreiches animiertes Intro. Das gucken wir uns erstmal gemeinsam an. Ja, Joe Wood. Ziemlich episch. Damals hat man sich noch selbst gefeiert mit solchen Intros. Okay. Ich dachte schon, es ist abgestürzt. Lassen sich Zeit, ne? So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Spielintro. Nun, da ich alt geworden bin, will ich euch meine Geschichte erzählen. Möge sie unterhaltsam sein, werter Freund, oder gar die Abenteuerlust in euch wecken, auf dass ihr euer Glück in der großen Stadt macht, so wie auch ich es einstmals tat. Es war eine bewegte Zeit damals und mehr als nur einmal recht gefährlich. 1347 erreicht eine Karawane das Abendland und bringt der Menschheit ihre schlimmste Geißel, die Pest. 1378 spalten Neid und Zwietracht die Kirche. In Avignon wird ein Gegenpapst gewählt. In Frankreich tobt der hundertjährige Krieg. Die Franzosen fechten einen verzweifelten Befreiungskampf gegen England. Heiligen Römischen Reich deutscher Nation aber besteigt der junge König Wenzel den Thron. Wird er dem Unheil Einhalt gebieten? Doch von all diesen Wirren blieb unser Dorf verschont. So genoss ich unbekümmert die schönen Sommertage in den tiefen Wäldern, die unseren Flecken umgaben. Und fing meine erste Forelle. Ja, ich verbrachte wirklich eine wunderschöne Kindheit. Als ich schließlich 12 Jahre alt war, beschloss ich, mein Dorf zu verlassen und in die große Stadt zu gehen. Mit 12. Der Tag des Abschieds war gekommen. So war das früher. Meine Eltern hatten mich zum Rand des Dorfes begleitet und blickten mich nun mit einer Mischung aus Sorge und Stolz an. Alles Gute, mein liebes Kind. Und pass auf dich auf. Und lerne etwas Anständiges, damit du es zu etwas bringst. Also nahm ich Stab und Ranzen und tat die ersten Schritte auf dem staubigen Hohlweg der großen Stadt entgegen. Das ist ein richtiger Animationsfilm. Nach einigen Stunden Fußmarsch sah ich schon von Weitem die mächtigen Mauern und Zinnen. Da lag sie also vor mir, die prächtige Stadt, in der ich mein Glück machen wollte. Prunkvolle Bürgerhäuser wurden errichtet. Arbeiter waren damit beschäftigt, Kisten und Fässer für ihre Auftraggeber zu verladen. Das mussten wahrhaft reiche Kaufleute sein. Und in den Gassen herrschte geschäftiges Treiben. Überall gingen die Handwerker ihrem Tagwerk nach. An den Marktständen wurden Waren aus aller Herren Länder feilgeboten.
Und im Rathaus, so stellte ich mir vor, wurden wichtige Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch dazu kommen, das Spiel zu spielen, oder ob wir nur den Film gucken. Dass ein jeder Händler an den Toren unserer Stadt einen Zoll von 2 Talern entrichten muss. Schließlich war es Abend geworden und so suchte ich eine Schenke auf, in der ich ein Zimmer für die Nacht nahm. Glücklich schlief ich ein und träumte davon, mein Glück zu machen, hier in der großen Stadt. Ah, werter Freund, lasst mich berichten, was sich zugetragen hat. Dunkle Jahre lagen hinter uns, seit der schwarze Tod unsere Stadt mit seinen unerbittlichen Klauen umschloss. Mach schon, Kreatur, es wird bald Tag. Ich aber hatte ein Handwerk ergriffen, welches mir in diesen düsteren Zeiten wenigstens das finanzielle Überleben sichern, doch meinem Ruf und meinem Ansehen nicht unbedingt zuträglich sein sollte. Ungeachtet dessen ließ ich mir in der Stadt ein prächtiges Domizil erbauen. Mit einem Labor, in dem ein exzentrischer Gelehrter Gaius sagt, vergessenen Rezepte, jetzt haben wir schon mächtige alchemistische den DLC. Der kam ja später noch, ist enthalten. Wo gezecht, gesungen und gelacht wurde, und das ist das Intro dazu. Oftmals vorbei mit der Ruhe, die er für die meist gefährlichen Experimente benötigte. Aber auch gegen solch anstößiges Benehmen hatte ich mir eine passende Antwort errichten lassen. Einen Kanonenturm. Mit dem DLC kamen spielbare Berufszweige hinzu. Mit Bedacht. Der Totengräber, glaube ich. Und der Anführer der Zigeuner aber zahlte teuer für seine Unverfrorenheit und endete vor Schneider seiner und Zeit Gaukler, genau. Schneider, Gaukler, Friedhofswärter. Betrauert von seinen Freunden und Angehörigen. Doch, ob er dort seine ewige Ruhe fand, war mehr als ungewiss. Willkommen, Kreatur. Hoho. Na, kommt noch ein... Yay, yeah, wir haben's. Okay, jetzt machen wir direkt weiter. Falls ihr die Gilde gar nicht kennt, was ist die Gilde? Die Gilde ist eine Wirtschaftssimulation. Es gab, glaube ich, aus demselben Studio vorher die Fugger, was ein bisschen ähnlich gewesen ist. Und ich erkläre es euch am besten, während ich es euch zeige. Wir machen mal ein neues Spiel. Als erstes suchen wir uns die Stadt aus, in der das Ganze stattfinden soll. Wir bleiben mal in Köln, einfach weil das ja relativ leicht ist. Wir haben hier einige KI-Gegner, deren Stärke wir einstellen können. Es gab auch einen Multiplayer-Modus, aber der war tatsächlich sehr verbuggt und hat wahrscheinlich gar nicht richtig funktioniert, aber er war im Prinzip inkludiert. Wir machen jetzt mal einfach zu Vorstellungszwecken das Ganze auf leicht und jetzt geht's hier schon los. Das Ganze beinhaltet nämlich tatsächlich eine Geschichtsschreibung. Die Dinge, die dort zu den Zeiten passiert sind, werden hier so ein bisschen dargestellt. Wir können entweder eine tatsächliche Geschichtsschreibung machen oder eine spielerbezogene Historie. Wir machen mal das und dann kann man hier noch Aufträge optional hinzunehmen oder ein freies Spiel machen, was wir jetzt auch tun. Als nächstes müssen wir mal unseren Namen auswählen. Das ist natürlich bei mir Wilfried Lichtstehlen und der ist ein Mann. Und wir sind jetzt einfach mal katholisch und das hier ist unser Wappen. Das sieht ein bisschen aus wie Rocket Beans, nur mit einem invertierten Farben. So, jetzt können wir unseren Vater wählen und da können wir schon so ein bisschen die Richtung bestimmen, in die wir gehen. Mein Vater war natürlich Dieb. Er hat meiner Mutter das Herz geklaut. Und meine Mutter war natürlich auch Diebin. So haben sie sich kennengelernt. So, jetzt kann ich noch 3 Punkte frei vergeben. Ich habe jetzt 3, habe ich schon bei Nacht und Nebel. Da darf ich auch nicht mehr geben, weil das ist das Maximum. Kampf ist natürlich auch für einen Dieb sehr, sehr wichtig. Deswegen machen wir mal bei Nacht und Nebel und Kampf. So, und jetzt wähle ich meinen Beruf und es wäre sehr albern, wenn ich jetzt nicht Dieb machen würde. Selbstverständlich mache ich den Dieb. Und mein Äußeres kann ich jetzt hier noch bestimmen. Da gibt es immer so ein paar vorgefertigte Charaktere. So, der sieht auch sehr elegant aus, wie ein charmanter Dieb mit einem gepflegten Zwirbelbart.
Rhetorik, damit kann ich mich aus dem Gefängnis rausreden. Ja, das wäre auch keine schlechte Idee, aber wenn ich gut kämpfen kann, dann komme ich erst gar nicht ins Gefängnis vielleicht. Gut, also. So beginnt es denn, meine Freunde. Wir befinden uns im Jahre 1400 in Köln. Ich habe bereits zwei Gebäude. Das eine ist hier mein Schmugglerloch. Das ist sozusagen meine Arbeitsstätte. Und so sieht das Ganze aus. Und als allererstes wollen wir natürlich Leute einstellen. Wir haben bisher nur Ingo, aber das reicht nicht aus. Wir wollen natürlich direkt noch einen weiteren Diebeslehrling und direkt noch einen weiteren Diebeslehrling. Man kann auch einen Meister einstellen, der übernimmt dann die Geschäfte. Das ist aber momentan überhaupt nicht notwendig. Das kann man erst machen, wenn man, oder sollte man, glaube ich, erst machen, wenn man so richtig viele Geschäfte hat, dass man auch eine gewisse Unübersichtlichkeit hat. So, dann können wir mit diesen Arbeitern jetzt Folgendes machen. Wir können sie entweder zum Taschendiebstahl schicken oder wir können sie zum Ausspionieren eines Gebäudes schicken. Und wenn wir das getan haben, können wir sie auch auf einen Einbruch schicken. Das Erste, was wir jetzt machen wollen, ist ein neuer Arbeiter einen kommt zu euch. Trainieren lassen und zwei arbeiten lassen. Ganz kurz, ich bin überhaupt kein Experte und jemand wie Gaius, der das noch regelmäßig spielt, der wird gleich die Hände über die Köpfe, er hat ja nur einen, über den Kopf zusammenschlagen, wenn er sieht, was ich hier mache, weil ich bin nicht so tief in dem Spiel drin wie er. Aber ich möchte jetzt erstmal bei Nacht und Nebel trainieren lassen. Und zwar nehmen wir uns jetzt hier mal Ingo, der gefällt mir gut. Der darf als erstes, hallo Ingo, mal bei Nacht und Nebel trainieren. Das macht er jetzt. Ich bekomme eine Nachricht, wenn er fertig ist. Und warte, wir wollten nicht ganz raus aus dem Haus. Und die anderen beiden, die schicke ich mal auf Diebestour. So, die gehen hier auf Taschendiebstahl. Und zwar machen wir das hier Lutus und Ralf. Nehmt es von den Reichen. Und die kommen hoffentlich dann irgendwann zurück mit reicher Beute. So, die sind also beschäftigt. Was haben wir noch? Wir haben unser Wohnhaus. Das ist auch wie hier erkennbar an der Fahne, an der roten Fahne. Ganz praktisch. Ich mache es richtig, sagt Gaius. Das freut mich. Das hier ist unsere Wohnstube. Hier können wir Verschiedenes tun. Wir können zum einen einen neuen Meistergrad erlangen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir dadurch unsere Gebäude aufwerten können und generell beruflich vorankommen. Das geht allerdings erst, wenn ich genug Erfahrung gesammelt habe. Und das wird im Jahre 1402 so sein. Da sieht man auch schon den zeitlichen Ablauf. Hier seht ihr eine Uhr und wir schreiten also per Jahreszeit dann irgendwann auch in den Jahren voran und im Jahr 1402 darf ich dann endlich einen neuen Titel erwerben. Das Ganze bezahle ich mit Aktionspunkten. Das hier sind wir. Wir sind Wilfried Lichtstehlen und ich kann mir auch zum Beispiel eine Ehepartnerin anlachen und dafür muss ich werben. Und ihr seht schon, das dauert teilweise unfassbar lang. Bis zu 9 Jahre. Das ist im Mittelalter ein halbes Leben. Wir nehmen deswegen mal Bürgerin Luise Roller, weil die braucht nur 5 Jahre, die ist nicht ganz so anspruchsvoll. Wir wollen ja nochmal fertig werden. Ich bin schrecklich in sie verliebt. So, wir können auch jemanden erpressen, wir können Anklage erheben. Und hier sehen wir, welches Haus uns erlaubt ist. So. Die Musik ist gerade weg, ich weiß nicht genau warum. Sound haben wir noch, nur die Musik ist aus. Ich weiß nicht, warum sie ausgegangen ist. So, was wir auch hier noch machen können, ist, wir können Spionage betreiben. Das heißt, oh, ist es mir abgestürzt? Na, es geht noch. Also, ich kann zum Beispiel gucken bei den Stadtschergen, wer sitzt denn hier sozusagen im Rat? Und dann könnte ich sagen, okay, pass auf, irgendwer hier gefällt mir nicht. Die hier oder dieser hier. Und den könnte ich ausspionieren lassen. Es kostet allerdings ein bisschen Geld. Kann ich selber sagen, okay, was will ich da investieren? Für 277 Gold würde in dem Fall ein Spion ihm nachstellen und gegebenenfalls Beweise ranschaffen für seine Verbrechen, die ich dann gegen ihn verwenden kann. Das machen wir jetzt aber nicht, weil ich erstmal zu Geld kommen muss. So, währenddessen bekommen wir hier schon Nachrichten rein. Ja, okay, das ist unser Arbeiter, der 378 Gold gekostet und der andere auch. Also das ist erstmal eine teure Investition gewesen, die wir uns hier geleistet haben. Man kann natürlich auch noch andere Dinge ausbilden. Zum Beispiel können wir unser Verhandlungsgeschick verbessern. Das ist aber nicht unbedingt für unseren Berufszweig so dermaßen relevant. Allerdings die Handwerkskunst, die hat eine Auswirkung, weil die, glaube ich, für alle Berufe bewirkt, dass die Mitarbeiter ein bisschen besser spuren. Deswegen machen wir das hier nochmal, die Handwerkskunst verbessern wir mit einem Aktionspunkt. Jetzt haben wir nur noch 3, wir bekommen aber nach jedem Zyklus welche dazu.
Gut, das ist also unser Gebäude. Was wir außerdem machen können ist, wir können die natürlich alle upgraden. Dazu gehen wir hier einmal auf das Haus, gehen auf Optionen. Dann können wir etwas anbauen. Das verbessert die Eigenschaften unseres Hauses. Das sieht man hier. Ansehensbonus, Schutz vor Einbruch und so weiter. Das kann man mit diesen ganzen Anbauten machen. Oder neue Räume errichten. Hinterzimmer, Bibliothek oder Salon. Können wir uns alles noch nicht leisten. Deswegen müssen wir ein bisschen warten. Was auf jeden Fall meiner Meinung nach als erstes hier noch hinzukommen sollte, ist, das können wir hier auch einmal über Optionen machen, dass wir einen Lagerraum anbauen lassen. Nee, das ist das Falsche. Hier anbauen. Nee, warte, Entschuldigung. Neue Räume richten. Ein Lagerraum für 562 Mark. Weil, wenn ich dann irgendwann meine Schergen auf Diebestour schicke, bringen die gegebenenfalls auch nicht nur Gold, sondern auch anderes Beutegut mit nach Hause. Und wenn ich keinen Lagerraum habe, können sie das nicht einlagern und lassen es dann am Ort des Verbrechens zurück. So. Jetzt können wir im Prinzip ein bisschen warten. Ah, ist schon passiert. So, schnell dorthin. Also, der hat jetzt Nacht und Nebel trainieren lassen. Das ist sehr gut. Er hat also jetzt, ihr seht es, was dazu bekommen. Ingo ist jetzt auf bestem Weg, ein richtig guter Dieb vermutlich zu werden. Aber es ist noch nicht perfekt. Ich lasse ihm noch eine Fuhre hier trainieren, während die anderen eben Geld ran holen sollen und dann ist er natürlich auch für Einbrüche und so, denke ich mal, gut geeignet. Jetzt machen wir ein bisschen schneller. Auch damals, vor 20 Jahren, ging das schon. Allerdings, warte, da kommt eine Nachricht rein. Ah, 177 Gold. Das ist natürlich lächerlich wenig. So. Die müssen direkt wieder losziehen. Mal gucken, wann sie wieder da sind. Das dauert noch ein bisschen, bis sie jetzt hier eingekehrt sind zu Hause. Genau, also man kann die Uhr nur eine Stufe schneller stellen, nicht so wie heutzutage. Ihr verdient Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst ein wenig steigern können. Übt euch weiter im Handwerk, dann werdet ihr bald eine markante Verbesserung spüren. Das ist gut. Wir könnten jetzt theoretisch auch wieder zurück und sagen, wir nehmen die Aktionspunkte und machen uns noch ein bisschen besser. Während wir auf die Rückkehr unseres Diebesgesindels warten, können wir hier noch ein bisschen Handwerker, kostet uns wieder einen Aktionspunkt. Man kann diese Aktionspunkte auch sparen, wenn man irgendwie, wenn einem etwas Übles widerfährt, kann man das oftmals kontern, bereinigen durch den Einsatz von Aktionspunkten. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich das hier, dass wir, wenn wir aufsteigen können, dass wir dann genug Aktionspunkte haben für das Upgrade. So, in diesem Dorf, während wir warten, zeige ich euch noch mal ein bisschen was von dem Dorf. Hier sind allerlei Berufszweige untergebracht. Es gibt eigentlich alles. Wir haben hier eine Gießerei für die Eisenarbeiten. Wir haben hier eine Nähstube und dann hier ist eine Tinkturei. Diese Berufszweige kann man alle auswählen. Wir sind jetzt ja Dieb, aber ich hätte auch genauso gut eine Tinkturei haben können oder eine Nähstube. Das heißt eben auch theoretisch im Multiplayer-Bereich, und das werden wir zum Beispiel bei die Guild 3 ja auch sehen, hat dann einfach jeder einen anderen Beruf und man lebt aber in derselben Stadt. Hier ist der Marktplatz, da kann ich dann Dinge kaufen. Ja, wenn ich jetzt in den dazugehörigen Berufen arbeite, kann ich das natürlich auch selber herstellen und auf dem Markt verkaufen. Das ist für einen Dieb natürlich jetzt eher nicht sein Hauptgeschäft. Und das ist das Verwaltungshaus. Und hier können wir uns unter anderem auf einen Job bewerben. Achso, hier sehen wir zum Verkauf stehende Gebäude, kann ich hier theoretisch kaufen. Hier ist eine Tagesordnung, hier sehen wir die Amtsinformationen. Können wir zum Beispiel sehen, okay, wer hat denn jetzt hier welchen Posten inne? Ich meine, können wir nicht auch hier... Sekretariat. Hier können wir uns auf ein Amt bewerben. Es ist gerade nicht möglich, weil ich noch kein Bürger bin. Aber wenn ich vernünftig spiele, werde ich irgendwann ein Bürgeramt angeboten bekommen. Dann bezahle ich 500 Gold und kann dementsprechend aufsteigen. Dann kann ich mich auch auf ein Amt bewerben und eben in diesen Verwaltungsapparat der Stadt reinkommen, wo ich dann, ja, Macht ausüben kann, ist ja klar. So, wir gehen mal wieder zurück in unser Schmugglerloch. Die sind ja schon wieder da. Guck mal, die beiden sind schon wieder da. Die schicken wir jetzt mal direkt wieder auf Taschendiebstahl, während der andere hoffentlich noch ein bisschen weiter trainiert.
So, hier sehen wir eine kleine Jahresabrechnung. Klar, wir haben jetzt erstmal draufgezahlt. So ist das bei jedem Start-up-Unternehmen. Zu Beginn macht man nicht besonders viel Geld. Da zahlt man erstmal, um sich sein Business aufzubauen. In den meisten Fällen dauert das über 10 Jahre, bis man überhaupt mal ein bisschen Gewinn erwirtschaftet. So, und jetzt sehen wir hier tatsächlich diesen Geschichtsaspekt, den ich vorhin zu Beginn des Spiels erwähnt habe. Aus dem Alten, das sein Ziel, das seine Zeit gehabt hat, entsteht das Neue, eben noch Unbekannte, und schwingt sich auf zum Bedeutungsvollen um, aber kurz darauf das Normale und Bewährte seinerseits zu bilden. So kam, als Neid und Zwietracht die herrschenden Kölner Geschlechter entzweiten, als die Stadt darob unregiert blieb, der erlösende Umsturz. Das Jahr des Herrn 1396, es sei den Bürgern Colonias heilig, die Patrizier sind vertrieben. Nun endlich gibt es in Köln einen neuen Rat, und die Taten der dort Versammelten zeugen gar wohl von guter Politik. Also da versuchen die wirklich Dinge, die vielleicht wirklich passiert sind. Ich bin nicht so bewandert im Mittelalter oder Spätmittelalter, aber ich denke, dass das tatsächlich Dinge sind, die einfach früher wirklich so passiert sind, ne? 21. August, die Kurfürsten setzen König Wenzel ab, der Erzbischof Johann von Mainz lässt Folgendes verkünden und so weiter und so fort. Das ist dann immer am Ende des Jahres so eine kleine Geschichtsschreibung, und wir bekommen jetzt 4 Aktionspunkte dazu. Haben wir jetzt also in diesem Jahr 6 insgesamt. 2 hatten wir schon ausgegeben für die Upgrades. Ihr verdient Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst ein wenig steigern können. Übt euch weiter im Handwerk, dann werdet ihr bald eine markante Verbesserung spüren. So machen wir das. So, die sind hier immer noch am Faulenzen, das gefällt mir gar nicht. Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Sehr gut. Aber ich finde, der soll noch mal. Wie sieht's aus? Ach, guck mal, jetzt ist er nur einen halben dazu bekommen. Das ist natürlich relativ wenig, aber was wir jetzt mit dem machen können, ist, wir gehen mal wieder in unseren Aufenthaltsraum und wir lassen den jetzt mal Erkundungen einholen. Und zwar wollen wir mal ein Gebäude ausspionieren. Welches nehmen wir denn? Wo versprechen wir uns denn reiche Beute? Die Wechselstube? Das klingt ja danach, als wenn da Geld zu machen ist. Wir könnten aber natürlich auch jede andere Immobilie erstmal ausspionieren. Gehen wir mal hier, weil sie gar nicht so weit weg ist, in die Eisengießerei. Dann nehmen wir natürlich ihn hier und sagen, pass auf, schau erstmal ganz in Ruhe, was gibt's denn da so? Was kann man da denn erwarten? Und dann entscheiden wir. Wir dürfen jetzt also während des Werbevorgangs für unsere Braut Luise tief in die Tasche greifen, um ihr ein Geschenk zu machen. Das könnte den Werbeprozess beschleunigen. Dazu müssen wir, das können wir glaube ich auch hier machen, genau. Hier ins oben in unser Charaktermenü gehen, und dann können wir jetzt entscheiden. Man schenke ich ihr ein Kochbuch, schenke ich ihr eine Küchenschürze oder ein Brotmesser. Und ich finde, wir haben 292 Mark und ein Drittel davon sollen wir jetzt für ein Kochbuch ausgeben. Das klingt jetzt erstmal hart. Auf der anderen Seite, je früher ich eine Ehefrau habe, desto schneller kriege ich Nachwuchs und sichere meine Dynastie ab. Und gerade im Beruf Zweig des Diebes kann es da schon mal zu unerwünschten Einkerkerungen oder so kommen. Wir machen einfach mal, wir schenken ihr mal direkt volle Möhre das Lieblingskochbuch. Und sie freut sich über das Geschenk. Ich habe richtig tief in die Tasche gegriffen. Ich kann mir davon natürlich hoffentlich eine deutliche Reduktion der Werbezeit erwarten. So, okay. Wir erwarten, dass wieder was passiert. Machen wir ein bisschen die Zeit voraus. Wir können übrigens, weil ich es auch gerade lese, jeden Bereich hier auch erweitern, ne? Zum Beispiel hier, wie gesagt, kann ich auch alles Mögliche bauen, was mir wiederum dann hier Boni gibt. Ich kann aber auch, warte mal, ja, was willst du? Ah, okay, Parfum ist jetzt verboten worden, warum immer. Ich kann aber auch jetzt hier im Trainingsraum als Beispiel neue Trainingsgeräte, wie zum Beispiel diese Zielscheibe. Kostet mich jetzt 39 Mark, können wir einfach mal machen. Zack, bauen wir mal eine Zielscheibe. Dann ist das Training, glaube ich, ein bisschen effizienter. Vielleicht schaffen sie auch mehr Sterne. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Anzahl der Sterne auch beeinflusst, die sie ergattern können bei ihrem Training. So, Zeit voraus. Wir warten, wir warten. Ein Gebäude wurde erfolgreich ausgekundschaftet. Ah, okay, schnell dorthin. Hier in diesem Buch sind die Informationen aufgeführt. Guck mal, Bargeld im Wert von 748 Gold
Waren im Wert von 928 Gold. Das ist gar nicht so wenig. Und 46% des Gebäudes ist auskundschaftet. Einbruchschutz 78. Das ist, glaube ich, relativ viel. Aber das ist lohnenswerte Beute. Die Frage ist, wie viel Geld haben wir? 161. Wir können uns noch nicht das Lager leisten. Einbruch ohne Lager ist immer ein bisschen eine blöd. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Deswegen schicken wir den einmal noch zum Taschendiebstahl. Bist du fertig? Ne, er ist immer noch nicht da. Die sind noch alle unterwegs. Die sind leider noch unterwegs. Deswegen warten wir kurz, bis wir da sind. Genau, wir haben den Trainingsraum jetzt erweitert. Danke für diese Information. Und 226 Gold wurden rangeschafft. Was hatten wir gesagt? Ich glaube, 500 oder irgendwie ein bisschen mehr vielleicht noch brauchen wir für das Lager. Bis es soweit ist, dürfen die alle nochmal wieder klauen gehen. Psst. Lange mache ich das nicht mehr mit. So, doch, du machst das mit. So, der ist unterwegs. Die beiden sind, glaube ich, auf dem Weg nach Hause. Da warten wir mal kurz, dass die lang hier wieder eintreffen. Die müssen ja erstmal wieder nach Hause kommen. Zack, guck mal, er ist da. Und was mit dem anderen? Kommst du auch? Kann ich euch zusammen losschicken? Gute Arbeit. Naja, das ist, naja. Der dritte wartet noch, oder was? Was ist denn mit ihm hier los? Wann kommst du denn nach Hause? Ist dir was passiert? Hast du die Schnauze voll? Ah, jetzt ist er da. So, Ralph. Leid und Schatten. Zack, Ralph geht auch los. Das kann einem natürlich auch passieren, dass einem die liebgewonnenen, hochgezüchteten Diebeslehrlinge irgendwann abhanden kommen. Dass sie einfach auch kündigen, weil sie keinen Bock mehr drauf haben. Weil sie ein widerwärtig ehrliches Leben anstreben wollen oder so. Das kann natürlich auch alles passieren. Okay, Vorlauf, Geld verdienen. Im späteren Verlauf des Spiels kann man dann eine richtige Schlägerbande sich zusammenzüchten. Man kann dann auch andere Gebäude übernehmen. Ich glaube, es gab damals einen Trick, dass man theoretisch als Räuber so Räuberbanden haben konnte. Und die hat man dann zum Angriff geschickt gegen so Garnisonsgebäude. Und die Garnisonen sind ja eigentlich genau die Gegenspieler der Diebe. Die sollten einen ja eher aufhalten. Und wenn man die dann aber besiegt hatte und das Gebäude haben konnte, dann gab es im Prinzip ja keine Feinde mehr. Und dann konnte man sowas machen, dass man das Gebäude wieder verkauft hat für viel Geld, die Garnison. Und dann hat man die Garnison wieder angegriffen und die hat natürlich gerade frische Truppen erst ausgehoben. Die waren sehr unerfahren und schlecht, sodass man dann die leicht überrennen konnte und dann gehörte einem das Gebäude wieder. Das war, glaube ich, so ein kleiner Geldsheet, den man damals machen konnte. So, wir haben wieder neue Erfahrungspunkte. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Ah, so, also, wir haben wieder Kohle gemacht. Das ist gut, die hat das Bürgerrecht bekommen. Der bringt nur 60 mit nach Hause. Da seht ihr schon einen kleinen qualitativen Unterschied. Weil der, der gut trainiert ist, der bringt auch mehr mit nach Hause. Das Geniale bei Dieben ist, dass sie jederzeit arbeiten. Also nicht nur zu den Arbeitszeiten, sagt Gaius. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr genial. So, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt Folgendes. Wir haben jetzt 633 Mark. So, wir wollen jetzt einmal noch kurz das hier weiter erweitern. Jetzt haben wir 112, damit die hier gut trainieren können. Und dann wollen wir die nochmal bei Nacht und Nebel hier. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch was hinzubekommen kann. Aber wir wollen die gleich mal zu vernünftigen Einbrechern ausbilden. So, kommen die jetzt hier auch irgendwann mal nach Hause. Die anderen sind immer so ein bisschen... Was ist mit euch? Da. Zack, du sollst auch trainieren. Und was ist mit Lutus? So. Ja, gut. Mal gucken, ob es bei Ingo jetzt überhaupt noch weitergeht, über die vier Sterne hinaus. Die trainieren jetzt erstmal, denn die sollen gleich einen Einbruch begehen. Aber das bringt nur was, wenn wir auch einen Lagerraum haben. 562 Mark haben wir gerade zwar offiziell nicht, aber wir können ja auch mal in die Miesen gehen. Na, ah, ich habe nicht genug Bildschirmmark. Okay, ich kann nicht in die Miesen gehen. Dann müssen wir jetzt erstmal kurz einmal noch abwarten, bis die hier fertig sind. Oh, was ist das? Ach so, jetzt können wir Luise wieder was schenken. Das machen wir natürlich nicht. Das sind wieder irgendwelche News aus der Welt.
Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Ja, ein großer Fehler. Ermöglicht euch, ein praktisches Seminar zu besuchen, um einen noch dunkleren Meistergrad als Dieb zu erlangen. Ja, das ist fantastisch. Das können wir hier machen. Mit 4 Aktionspunkten können wir uns also upgraden und haben dann den Meisterhehler, Meistertitel. Das Ganze dauert ein bisschen, ne? Wir sind noch beschäftigt mit dem Studium. Und wenn wir das fertig haben, können wir auch unser Schmugglerloch hier upgraden. So, wir warten mal, bis die hier fertig sind. Dann schicken wir die noch einmal auf Diebestour. Und dann haben wir, glaube ich, genug Geld, um den Lagerraum zu bauen. Und wenn sie dann damit fertig sind, dann können wir mal einen kleinen Raubzug beginnen. Ah, okay, das Gedichtregal ist fertig. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Meisterhehler. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Das Schmugglerloch, gezeichnet die geheime Gesellschaft. Ah, es ist einfach auch schön gesprochen. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Sehr gut. Wir sehen hier, das hat ein paar Auswirkungen. Einer eurer Untergebenen hat sich bei seiner Arbeit verletzt. Ja, das passiert schon mal, wenn man das Training trainiert. Eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Sehr gut. So, dann zurück in den Aufenthaltsraum. Und das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Herrlich. So, noch einmal los. Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Ja. Yep. Einmal noch los, ein bisschen Taschendiebstahl. Und mit dem Geld, was ihr hoffentlich reichlich nach Hause bringt, wollen wir dann mal diesen Überfall in die Wege leiten. So. Wann seid ihr wieder da? Wie lange dauert das? Wie lange kann sowas dauern? Ein Stadtfest. Ja, das nehmen wir nicht mit. Wahrscheinlich gibt es gleich wieder einen Unterschied. Das sollte ja bemerkbar sein, die Anzahl der Sterne. Wer bringt wie viel Kohle von seinen Diebstählen mit nach Hause? Lieben Dank übrigens an Jelvin, Polymechanical und Nikon für eure Abos und Primes. Vielen Dank. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Wir könnten jetzt auch mal wieder unser Handwerks... Geschick gleich nochmal zu Hause verbessern. Jetzt ist erstmal Abrechnungszeit. Wie sieht es denn diesmal aus? Klar, wir haben ein bisschen was ausgegeben. Wir haben 122 Gold, aber auch durch Taschendiebstahl gewonnen. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Jetzt sehen wir wieder, Aktionspunkte sind erhöht worden und es kommen wahrscheinlich wieder irgendwelche geschichtlichen Informationen. Hier diesmal nicht. So, dann lass uns einmal noch kurz in unseren Amtssitz gehen, bevor wir gleich uns um unsere Diebe kümmern. Und wir nehmen nochmal einen kleinen Kursus hier in Handwerkskunst. Dafür geben wir gerne auch einen Aktionspunkt aus. So, wir haben jetzt 1549 Mark, weil unsere Diebe sind mit 1155 zurückgekommen. Das ist eine hervorragende Neuigkeit. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen noch einmal in den Trainingsraum. Er hat jetzt 6 Sterne, also trainiert er jetzt mal... Ah, die sind noch gar nicht wieder da. Okay, du trainierst das. Ingo... Oh, ich glaube, für Ingo habe ich eine andere Aufgabe. Lutus trainiert das. Und pass auf, für Ingo habe ich eine andere Aufgabe. Und zwar kann Ingo nochmal das Gebäude, was wir gleich überfallen wollen, und zwar die Gießerei, nochmal zu Ende ausspionieren. Wir haben ja schon Informationen. Allerdings sind die noch nicht vollumfänglich, sondern erst zu 50%, und zwar das hier, oder 42%. Er soll noch mal ein bisschen scouten gehen, während die anderen trainieren. Luise kriegt jetzt nichts von mir. Und ganz, ganz wichtig, bevor wir diesen Raubzug überhaupt antreten, muss ich ganz dringend ein Lager bauen. Das dauert ja auch eine Weile. Weil, was bringt mir das beste Diebesgut, wenn ich es nicht einlagern kann? Deswegen macht es gar keinen Sinn, die loszuschicken. Irgendwas zu rauben, bevor wir nicht einen Lagerraum haben. Sonst sagt er mir, hey, wir wussten nicht wohin mit dem Shit, deswegen haben wir es alles dagelassen, selber schuld. Und bringt vielleicht ein bisschen Geld mit nach Hause. Aber es ist natürlich dann Verschwendung von Ressourcen. Gut,
wir können mal wieder die Zeit ein bisschen vorlaufen lassen. Oh, was haben wir hier? Eine flammende Predigt. In der Kirche Bibelstunde predigt Dagobert Domburger heuer von den menschlichen Lastern und Gotteslästerei. Dabei verwies und so weiter und so fort. Irgendwelche anderen triumphalen Nachrichten sind auch noch. Ihr habt es euch verdient. Ihr habt eure Fähigkeiten in der Handwerkskunst durch die Lektüre des Buchs mit Hammer und Meißel verbessert. Eure Fähigkeit ist ganz deutlich verbesserungswürdig und schlecht. Oh, okay, jetzt würde ich erstmal gedisst. Ein Gebäude wurde erfolgreich ausgekundschaftet. So, jetzt haben wir hoffentlich, genau da, 72% Einbruchschutz, aber erkundet zu 100%. Also wir wissen jetzt genau, was uns hier erwartet. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt warten wir nochmal ab, dass unsere anderen beiden Freunde so ein bisschen fertig werden hier mit ihrer Heimlichtuerei. Und dass unser Gebäude... Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude da wurde hinzugefügt. Der Lagerraum ist fertig. Sehr schön. Den gucken wir uns direkt mal an. Herrlich, oder? Das ist der Lagerraum. Wir können einen Karren verschicken, dann vermutlich, um die Sachen wieder auf dem Markt zu vertickern. Hier, wir haben ja noch nichts drin. Woher auch? Wir haben ja noch nichts geklaut. Hier ist ein Waffenregal. Regeneration geht auch. Brauchen wir jetzt nicht. So, das ist sehr, sehr schön. Wir kommen voran. Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Herrlich. Bedeutet, danke für die Information. Jetzt müssten wir das alle... Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Sehr gut. Und jetzt können wir einen Einbruch begehen. Wir sehen, die haben jetzt hier 5 Sterne, der hat 5 und der hat sogar 6. Was liegt an? Das heißt, die sind schon ganz gut ausgerüstet. Und die kommen jetzt zur Gießerei Eisenarbeiten und... Wenn ihr meint. Wir sind sehr gespannt, ob die dort einen erfolgreichen Beutezug hinbekommen. Oder sind Schimpf und Schande mit leeren Händen zurückkehren müssen. Gut, wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Wir können jetzt Verschiedenes machen. Wir können hier im Gebäude ein bisschen was erweitern. Das gradet das hier alles ab. Wir haben jetzt schon, das ist sehr wichtig, Produktivitätsbonus, sehr wichtig. Aber hier sowas, verbesserte Tarnung, Kampffertigkeiten und so weiter, da können wir überall noch ein bisschen was rausholen. Das ist jetzt auch nicht so elendig teuer. Die Maus ist hier in diesem Menü immer ganz, ganz schwammig. Kostet alles Geld, aber ist, glaube ich, nicht so unwichtig, dass wir die ganzen Sachen auch upgraden. Ich glaube, der Trainingsraum, da können wir nichts mehr erweitern. Ne, der ist fertig. Das ist gut. Und dann gibt es hier noch das Gangsystem. Jede vernünftige Verbrecherbude braucht natürlich einen geheimen Gang. Und auch hier können wir ein bisschen was erweitern. Eine Vermauerung, 39 Gold. Und eine Täuschungstruhe, 39 Gold. Das machen wir mal. Zurück in den Aufenthaltsraum. Wir können nochmal in der Zeit, wo die auf Beutezug sind. Vielleicht kann man die übrigens sogar beobachten. Hier ist die Wechselstube. Dann muss... Hier, genau. Hier Gießerei Eisenarbeiten. Sind wir mal ein bisschen ran. Guck mal hier. Oh, oh. Da Diebeslehrling Ralf, Diebeslehrling Lutus und mein anderer Typ auch sicherlich irgendwo. Hier stehen sie einfach völlig, völlig unauffällig vor diesem Gebäude rum, wie das Diebe so machen mit gezücktem Schwert. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Müssen wir mal schauen, ob das von Erfolg gekrönt sein wird. Erstmal gehen wir noch in unser Haus und lernen nochmal ein bisschen Handwerkskunst. 2 Aktionspunkte. So, wir haben währenddessen ein Lagerfeuer bekommen. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Sehr schön. Dann nehmen wir nochmal so ein Eine Erweiterung Weinfass. In einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Vermauerung, also hier unten, das ist auch fertig. Können wir noch einen Abstützbalken. Aber ihr seht jetzt hier schon, da ist schon einiges passiert. Also das ist schon sehr gut ausgebaut. Machen wir auch nochmal. Wir wollen jetzt so eine richtige Premium-Diebesbude haben. Okay, danke für die Information. Jetzt lassen wir mal die Zeit ein bisschen vorlaufen. Ihr wurdet von der Stadtwache entdeckt. Oh.
Oh, 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 Einbruch. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. 659 Gold Strafe müssen wir zahlen. Ei, ei, ei. Okay, das ist natürlich fürchterlich. Das ist natürlich fürchterlich. Also, das hat überhaupt nicht funktioniert. Schade. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir müssen mal erstmal ein bisschen Geld verdienen. Wir sind bei minus 9 Mark. Die kommen in Schimpf und Schande nach Hause. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Geld verdienen. Minus 9 Mark. Jetzt müssen die Möchtegern-Einbrecher erstmal durch guten alten, billigen Amateur-Taschendiebstahl die Kassen hier wieder auffüllen. Sonst haben wir nämlich irgendwie kein Geld. Und ohne Geld geht gar nichts. Jetzt warten wir, bis sie wieder da sind und schicken wir direkt wieder los. In Schimpf und Schande kehren sie nach Hause. So, wo bleiben die beiden? Hier, Ralf, wo bleibst du? Okay. Schon verstanden. So, die direkt los und kommt mir nicht wieder mit leeren Händen nach Hause, Freunde. Dann bin ich richtig beleidigt. So, ich kann jetzt nichts machen, weil ich kein Geld habe. Deswegen lassen wir die Zeit natürlich ein bisschen schneller vorlaufen. Ich hatte mir das anders überlegt. Da war richtig viel Beute zu machen. Hat nicht funktioniert. Irgendwelche Nachrichten sind jetzt nicht so wichtig und neue Aktionspunkte. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzu. Gut. Ihr verdient Anerkennung. Ah, Talentanstieg, Handwerkskunst. Ein. So, jetzt warten wir mal ab, bis die Diebe wiederkommen. Da. 1455. Na, das ist doch fantastisch. Das hat doch gut geklappt. Da haben sie sich doch ein bisschen rehabilitieren können. Jetzt wollen wir mal schauen, dass die Jungs vielleicht einmal ein bisschen Ruhe bekommen. Und zwar sollen die sich einmal heilen. Wir sehen 83, 80, 85. Das geht. Für einen Dieb ist das noch okay. Aber ich habe meine Diebe natürlich gerne bei vollster Gesundheit. Deswegen wie ist der Plan? Einmal bitte heilen. Na, geht das überhaupt oder brauche ich da noch irgendwas anderes für? Ah, sie können sich gar nicht heilen. Das ist schade. Dann machen wir das so, dass ihr... Warte mal, die haben 5, der hat 6. Ne, pass auf, machen wir das anders. Du trainierst jetzt einmal Kampf. Wenn ihr euch nicht heilen wollt, trainiert ihr beide bei Nacht und Nebel. Dann seid ihr auch auf vollsten. Vielleicht können wir dann den Angriff nochmal wagen. Und... Na, kann ich die befördern? Warte mal, das gucken wir mal. Oh. Oh. Das wollte ich nicht. Wir gucken das mal. Nee, bleib mal, das ist okay. Bleib mal. Bei Nacht und Nebel, das ist schon okay. Das ist schon okay. Ich wollte einmal gucken, ob ich die Jungs befördern kann. Das müsste ja, wenn hier gehen. Im Personalbuch, ich weiß nicht. Prämien werden gezahlt. Wunderbare Neuigkeiten. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Euer Partner hat eurem Werben endlich nachgegeben und will euch nun ehelichen. Na endlich. Jetzt wollte ich gerade einen befördern, aber jetzt kommt mir die Hochzeit dazwischen. Werte Anwesende, wir haben uns hier zusammengefunden, um den heiligen Bund der Ehe zwischen diesem Mann und dieser Frau zu beschließen. Wollt ihr diese Frau zu eurem angetrauten Eheweibe nehmen? So antwortet mit Ja. Ja, ich will. Und? Wollt ihr diesen Mann zu eurem angetrauten Ehemann nehmen? So antwortet mit Ja. Ja. Ja, sehr gut. Damit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Nun geht hin und mehret euch. Das machen wir selbstverständlich mit Freude. Denn unsere Dynastie muss ja in die nächste Generation gehen. So, jetzt schauen wir mal. Ingo. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. So, Ingo ist Geselle. Geselle und Ralf
wird auch Geselle. Das kostet mich natürlich jetzt mehr im Monat. 252, aber ich erwarte mir natürlich... Der Papst hat heuer sein Leben ausgehaucht. Och, das ist die Gläubigen der Welt trauern und klagen. Also, das ist unsere Hochzeit. Dann, 11% Erbschaftssteuer, eieiei. Und hier, Oswig Schultheiß ist jetzt tatsächlich Bürger geworden. Bonifatius hat heuer sein Leben ausgehaucht. Ja, also der Papst ist tot, es wird ein neuer Papst gewählt in Kürze. So, Zeit ein bisschen vorandrehen. Dass die gleich fertig sind mit dem Training und dann mal schauen, ob ich die einzeln heilen kann. Der Papst ist tot. Oh. Lang lebe der Papst. Hier. Innocentius, naja, ob es jemals einen Papst gab, der den Namen Innocent zurecht. Das Training eines eurer Schärfen weiß ich nicht. Ist abgeschlossen. So, okay, einer ist fertig. Das sieht gut aus. Dann schauen wir mal, wem geht's am schlechtesten. Oh, die sind ja fast wieder heil. Die sind ja schon bei über 90%. Guck mal, da kann Lutus. Ah, der kann sich auch nicht heilen. Ich weiß nicht, warum der sich nicht heilen lässt. Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Aber die sind auf jeden Fall jetzt alle deutlich besser. Auch bei Kampf. So, ich lasse die jetzt noch einmal, ja, einmal Kampf trainieren. Und dann sind die aber richtig geil. Und dann gehen sie wieder, dann versuchen sie nochmal den Einbruch. Also viel besser kann man sie dann auch nicht präparieren. So. Und sobald die fertig sind, habe ich schon den Brunnen im Lager gebaut. Das kann sein, dass es daran liegt. Da Regeneration. Müsste das hier gehen dann, oder was? Ich weiß es nicht genau. Ah, okay, da Brunnen. So, jetzt. Müssen die sich denn hier eigentlich regeneriert? Ich weiß es nicht genau. Aber denen geht es jetzt ja auch nicht so furchtbar schlecht. So. Und wenn die fertig sind, komm, dann probieren wir es nochmal. In das Gebäude einzusteigen, das wäre doch gelacht. In jedem guten Heldenfilm. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Ist es so, dass die Helden einmal scheitern, dann müssen sie irgendeinen qualvollen Prozess der Optimierung durchlaufen und dann stellen sie sich ihrer Nemesis nochmal und besiegen sie. Und so wird das jetzt auch sein. Wir haben trainiert, wir haben uns verbessert und jetzt brechen wir da gleich nochmal ein. Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Sehr, sehr gut, okay. Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. So, die Information ist immer noch zu 98%. Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Jemand ermöglicht euch, ein praktisches Seminar zu besuchen, um einen noch dunkleren Meistergrad als Dieb zu erlangen. Herrlich, das heißt, wir können uns wieder upgraden lassen. Sehr schön, das nächste Upgrade wartet auf uns. Und während ich das studiere, schicke ich meine Männer mal los. Und Versuch Nummer 2 hier in der Gießerei. So, guck mal, die sind auch alle wieder fast ganz gesund und deutlich, deutlich, deutlich besser. So, zack, da gehen sie los. Mal gucken, was sie diesmal nach Hause bringen. Ich hoffe doch reiche Beute. Theoretisch was, 2000 Gold könnte ich da theoretisch machen, wenn sie alles mit nach Hause bringen. Mal gucken, was jetzt kommt. Ja, ein neues Jahr. 1455, warum wir es nicht mehr machen, als es ist durch Taschendiebstahl. Also es kann auch schon sehr effizient sein. Wieder neue Aktionspunkte. Ihr könnt nun das Bürgerrecht erwerben. Ah, das ist doch gut. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Fälscher. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Das Schmugglerloch und den Unterschlupf. Gezeichnet die geheime Gesellschaft. Sehr schön. So, jetzt können wir das Bürgerrecht erwerben für lächerliche 500 Gold. Das machen wir natürlich. Und wenn das durchgewunken wird, dann können wir uns auch auf ein Amt bewerben. Jetzt warten wir natürlich, dass unsere Angestellten, hier sitzen sie schon wieder und schlurfen hier rum, dass sie hier endlich mal ein bisschen Kohle vom Beutezug mit nach Hause bringen.
In der Zwischenzeit können wir nochmal unser Handwerks- Ein Einbruchsversuch scheiterte kläglich. Ach, hör doch auf. Okay, das ist jetzt wahrlich Pech. Was? Herzlichen Glückwunsch. Nach reiflicher Überlegung und in Anbetracht eurer Spende haben wir entschieden, dass ihr von nun an folgenden Titel führen dürft. Bürger. So, jetzt darf ich mich auf Ämter bewerben, aber es sind noch keine frei. Dann müssen wir uns noch ein wenig gedulden. So, ich glaube, dieser Raubzug ging schon wieder in die Hose, so wie ich das hier sehe. Was natürlich sehr, sehr unangenehm für mich ist. Jetzt schicke ich die einfach wieder auf Taschendiebstahl. Die sind aber noch nicht zu Hause. Jetzt kehren sie hoffentlich in Schimpf und Schande endlich mal heim. Ah, okay, irgendwelche neuen Gesetze. So, wo bleiben... Wie findet ihr die Musik? So richtig düstere, bedrohliche Musik. So, okay. Nein, nicht schnell, nicht schnell. Oh, wir haben ein Kind! Oh, wie schön! Herzlichen Glückwunsch. Eure Frau hat euch einen Sohn geboren. Sohn Glück. Albertus, nein. Wie sich das für ein Dieb gehört, heißt der natürlich Dietrich. So, nicht schneller Zeitverlauf. Also. Bam, bam, bam. Ihr geht jetzt sowas von... Habe schon verstanden. Klauen. Bringt Kohle nach Hause. Wenn ihr nicht zum Einbruch taugt, dann macht ihr das wenigstens so. Ah, ein Künstler ist am Marktplatz. Okay. Da, da, da. Jetzt können wir uns natürlich so ein bisschen durch einfachste Diebstähle. Oh! Ihr habt es euch verdient. Ihr habt eure Fähigkeiten in der Handwerkskunst durch die Lektüre des Buchs mit Hammer und Meißel verbessert. Eure Fähigkeit ist nun mäßig und immer noch verbesserungswürdig. Ja, dann verbessern wir sie doch. Das dauert ganz schön lange. Hier müssen wir noch warten bis 1408. Das sind noch 3 Jahre. Aber die gehen auch rum. So, machen wir mal ein bisschen schneller. Jetzt müssen wir erstmal Geld verdienen. Die sind jetzt so gut, die Diebesgesellen, dass ich schon erwarte, dass sie jetzt auch richtig Geld mit nach Hause bringen. Nicht mehr so Kleckerbeträge, sondern schon relevante Summen. Oh, immer noch nicht wieder da. Oh, duellieren wurde verboten. Sobald eine freie Stelle frei wird, auf die ich mich bewerben kann. Ihr verdient Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst ein wenig steigern können. Übt euch weiter im Handwerk, dann werdet ihr bald eine markante... Genau, das hat sich so halb gelohnt. Ich finde ja 3 so gute Gesellen, nur so 1000 Mark finde ich ein bisschen wenig. Aber was soll's. Wir müssen jetzt erstmal Kohle scheffeln. Und da das nicht so richtig funktioniert mit dem Einbruch... So, kommt ihr mal alle nach Hause? Einige brauchen immer länger als da. Jetzt sind wir da. Bab. 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 Meister. Bab. Ihr wünscht, Meister? So, bitte wieder losziehen. Weil ich brauche viel Geld, denn ich kann das Gebäude ja auch upgraden. Und es kostet aber richtig Geld. So, ich darf das jetzt um eine Stufe aufwerten. Aber das kostet mich 6000 Mark, um quasi aus dem Schmugglerloch einen Unterschlupf zu machen. Und bis ich da bin, muss ich natürlich jetzt noch einige Taschen leeren. Also, wir haben ein bisschen was verdient, aber noch nicht genug. Aber wir haben ja auch schon viel investiert. Wenn wir jetzt einfach... Ah, was ist das? Ah, Stadtdiener. Oh, guck. Also, wir können uns jetzt hier bewerben auf ein Amt, und zwar auf das Amt des Stadtdieners.
So, hier können wir uns angucken, wie die Kammer bislang aussieht. Ach, das ist ja interessant. Bewerben wir uns mal. Mal gucken. Das sind zwei freie Stellen unbesetzt. Mal gucken. Oh, wir haben 1000 Mark aus dem jüngsten Raubzug erhalten. Ah, die Kassen, so langsam füllen die Kassen sich. Aber es reicht immer nicht. So, wo seid ihr alle? Kommt nach Hause. Was macht ihr sonst? Ihr habt doch kein Zuhause. Ich will die alle mal zusammen losschicken. So, zack, nächster Raubzug. Bis wir genug haben, um das Haus abzugraden. Und wieder schneller. Wir können auch in der Zeit nochmal... Der Papst hat heuer sein Leben ausgehaucht. Der Papst ist das. Gläubigen der Welt trauern und klagen. Oh, es kostet 4 Aktionspunkte. Ja. Können wir nochmal machen. Papst ist tot. Ja, hoher Verschleiß an Päpsten, aber das war früher wirklich so. Die ist gleich Gaius. Die Päpste sind früher gestorben wie die Flügen. Lang lebe der. Die hatten einen gefährlichen Job. Die wurden oft vergiftet oder anderweitig beseitigt. Das war ja natürlich eine Position mit großer Machtfülle. Und da lebt man natürlich sehr gefährlich. Da haben sie es nicht so genau genommen mit von Gott berufen und sowas. Die Leute damals. Ihr verdient Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talenthandwerk verbessert. Wo bleiben meine Diebe? Warum kommen sie nicht nach Hause? Mit Geld. Ah, oh, das war ein erfolgreicher Diebeszug. 1500. Ah, guck mal, jetzt kommen wir doch langsam in Sphären, wo man dann über das Upgraden des Gebäudes auch nachdenken kann. Jetzt warten wir erstmal wieder, bis sie alle zu Hause sind. Schicken sie direkt wieder los. Keine Atempause. Die müssen jetzt im Akkord ran. Die machen es aber auch gut. Na? Und dann können wir gleich im Jahr 1408 den nächsthöheren Rang beanspruchen. Aber so richtig Sinn macht das natürlich erst, wenn wir dementsprechend auch die Gebäude upgraden. Sonst wachsen die ja nicht mit. Sonst haben wir nur die Option dazu. Aber nutzen sie nicht. So, okay. Ja, Meister. Und wieder auf Diebstahl. Bei den anderen Berufen funktioniert es, glaube ich, ähnlich, aber schon auf eine andere Art und Weise. Da haben die Arbeitskräfte feste Arbeitszeiten, zu denen sie arbeiten. Wenn man halt so Eisenwaren herstellt, muss man also irgendwie die Rohstoffe rankarren. Dann arbeiten die dann an diesen Produkten und dann kann man sie auf dem Markt verscherbeln. Ich glaube, die Diebe spielen sich da schon auch ein bisschen anders. Grundprinzip ist ähnlich, wie gesagt, aber es ist schon, fühlt sich ein bisschen anders an. So, gleich ist es, jetzt ist 18.17 Uhr. Um 18.30 Uhr sind wir verabredet, dann fangen wir an mit Gilde 3. Da werde ich auch einen Dieb spielen, damit auch eine gewisse Vergleichbarkeit ist. Aber wir machen nochmal so 10 Minuten haben wir noch hier. Mal schauen, wie weit wir noch kommen. So, schnell, schnell, schnell. Vielleicht schaffen wir noch die 6000. Um das Gebäude zumindest mal zu upgraden. So, ihr seht, das sind die höchsten Einnahmen, die wir bislang hatten. Oh, da ist jetzt die Ratsversammlung. Wir haben uns ja auf ein Amt beworben. Unter den Stadtdienern wird nun über die Besetzung des folgenden Amtes abgestimmt. Es gibt 4 Bewerber. In Ermangelung eines Ernenners entscheidet das Los für... Das gibt's doch nicht. Unter den Stadtdienern wird nun über die Besetzung des folgenden Amtes abgestimmt. Da sind wir dabei. Es gibt 4 Bewerber. In Ermangelung eines Ernenners entscheidet das Los für... Auch das ist ja ärgerlich. Wir wurden leider vom Los nicht begünstigt. Und haben nichts abbekommen hier von den vom Kuchen. Schade. Ah, unsere Jungs sind wieder zurück. Das ist gut. Wie viel haben sie mir nach Hause gebracht? 1000 nur. Das ist ein bisschen wenig.
Da bin ich jetzt ein bisschen beleidigt. 1000 ist mir zu wenig. Ich schätze mal, zwei Diebeszüge müssen wir noch schaffen. Dann haben wir das Geld für ein Upgrade des Gebäudes. Da kommt man nach Hause. Gut, da sind sie. Warm, Arbeit? Warm, gibt es Arbeit und Schatten? Hallo, Lutus. Lutus? Was ist los? Jetzt. So, direkt wieder los. Ach so, die haben eine Ehe geschlossen. Das ist schön zu sehen. Freut mich für euch. Und wir müssen eigentlich auch mal gucken, können wir irgendwas machen, um ein bisschen mehr Ansehen zu generieren. Damit wir vielleicht auch mal wieder gewählt werden. Wir könnten mal wieder... Ah, wir wollen kein Geld ausgeben. Wir könnten Spionage machen, unsere Konkurrenten so ein bisschen. Aber das wollen wir alles nicht machen. Weil ich Geld brauche. Verhandlungsgeschick kann man hier noch verbessern. Wir können nur unsere Handwerkskunst. Das ist das Einzige. Aber wir sparen uns die Aktionspunkte. Ich weiß nicht, was das für die nächste Stufe kostet. Wir sparen uns das. So, ein bisschen Zeit beschleunigen. Zwei Diebeszüge müssen es noch sein. Dann nehmen wir das Upgrade noch mit. Fürs Ansehen gibt es eine Erweiterung am Wohnhaus, schreibt Blade Wolf. Das ist gut zu wissen. Stimmt, da war auch was. Ja, du hast recht, ich erinnere mich an die Kategorie. Oh. Der Tod streckt seine knochigen Finger aus, euch zu berühren. Die Pest ist in der Stadt. Ja, je mehr Ansehen wir haben, desto leichter wird es wahrscheinlich auch gewählt zu werden in diese Ämter. Aber wir müssen jetzt erstmal Geld haben. Ansehen kommt später. Geld vor Ansehen. Was bringt einem Ansehen ohne Geld? Kann man sich nicht mal Geld ansehen. So, was haben wir? Das, ja, 1300, das klingt ganz gut. So, dann kommt man nach Hause, dann machen wir noch einen. Schnell fertig. Und dann haben wir genug Geld für das Upgrade des Gebäudes. So, Lutus ist schon wieder da. Wo bleiben die anderen? Ich komme einfach Stunden später. Was ist mit denen los? Ingo und Ralf. Ralf, was ist los? Ralf. So, Ralf, wo treibst du dich rum? Das ist einfach unfassbar. So unzuverlässiges Personal. Vielleicht muss ich den degradieren. Er kommt einfach tagelang nicht nach Hause. Der kommt einfach tagelang nicht nach Hause. Ah, jetzt ist er da. So. Okay. Sehr gut. Letzter Raubzug vom Upgrade. Ja, sieht gut aus. Jetzt haben wir 13 Aktionspunkte. Und gleich schon das nächste Upgrade. Unsere Stadt gedeiht, das gefällt mir. Und es ist ein neuer Platz frei, Nachtwächter. Den bewerben wir uns natürlich direkt wieder. Zack, bewerben. Wie sieht die Kammer aus? Die mögen mich jetzt nicht besonders gerne. Sie hassen mich auch nicht. Aber es wird wahrscheinlich schwer gewählt zu werden. So, Schmugglerloch. Jetzt schnell beschleunigen. Und dann haben wir gleich... Oh! Ja! Das ist sehr, sehr gut. Wir haben die nötige Kohle aufgebracht. Das heißt, jetzt gehen wir mal auf Option und auf Gebäude um eine Stufe aufwerten für 6000 Mark. Bäm! Bald werdet ihr stolzer Besitzer eines Unterschlupfes sein. Herrlich! So, das dauert natürlich leider eine kleine Weile. Aber... Jemand ermöglicht euch, ein praktisches Seminar zu besuchen, um einen noch dunkleren Meistergrad als Dieb zu erlangen. Das machen wir natürlich sofort, die nächste Stufe. Unser Gebäude wird bereits aufgewertet und wir schicken natürlich jetzt unsere Jungs einmal schnell los. So, wir brauchen das Geld, geht los und wir beschleunigen mal. Und dann werden wir in Kürze, in 2-3 Minuten, mal rübergehen und unser Gilde 3 Turnier in Angriff nehmen. Herzlichen Glückwunsch.
Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von Herrlich. Heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Meisterfälscher. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Das Schmugglerloch und den Unterschlupf. Gezeichnet die geheime Gesellschaft. Herrlich. Ein Mitglied eurer Dynastie ist heute leider verstorben. Oh, was? Gunter Lichtstehlen. Oh, ja gut. Das ist nicht so schlimm. Da gibt's Schlimmeres. So, wir haben hier wieder Frühling. Der Winter ist gewichen. Was kommt als erstes? Das Upgrade oder das Geld durch die Raubzüge? Die Schattenwürfe sind ein bisschen klobig, ne? Aber daran stören wir uns nicht. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Achso, das ist mir egal. Mir geht's nur um mich. Wie lange dauert das denn noch? Da. Ist bald fertig. 92%. Nee. Steht da 34. Das dauert noch ewig. Okay, von wegen. Okay. Die Diebe sind zurück. Die machen direkt das nächste. Geld, Geld, Geld. Komm, die Aufwertung des Gebäudes würde ich gerne noch mitnehmen. Ey, ich will nicht einfach... Nein, ich will nicht irgendwelche Leute finanzieren, die ich nicht mehr kenne. Nein. Das Geld brauche ich doch für andere tolle Sachen. So, warum? Warum kommt ihr nicht zeitgleich? Was liegt an? Dunkelheit und Schatten. Wie ist der Plan? So. Die gehen wieder los. Wir stellen die Zeit nach vorne. Oh Mann, das dauert echt ewig hier. 60%. Das schaffen wir noch, das Upgrade uns anzugucken. Die Zeit rennt so ein bisschen davon. Wir haben noch 3 Minuten. Das schaffen wir. Das klicken wir mal schnell weg. Oh, wir werden wieder bewertet. Aber werden wir auch gewählt? Über die Vergabe zu diesem ehrenwerten Stadtschergenamt beraten. Und? Es gibt 4 Bewerber. Und? Ach, guck mal. Cecile de Gonzelmann. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Du bist jetzt meine Feindin. Nicht cool. Okay, wie sieht's hier aus? 92%. Wir haben hier wieder ein bisschen Kohle verdient, das ist gut. Gleich ist es fertig. Da, warte mal, ist das nicht schon fertig? Ne, 98%, okay. 99%. Gerade ist eines eurer Gebäude um eine Stufe aufgewertet worden. So. Ist das nicht fantastisch? Und jetzt können wir wieder, warte mal, das, den Vorhang konnten wir vorher schon machen, aber das ist vielleicht neu. So, jetzt ist die Frage, was können wir jetzt hier Neues machen? Vielleicht noch jemanden neuen einstellen sogar schon. Guck mal hier, wir können wieder einen Lehrling einstellen. Eine Hochzeit findet statt. Je mehr Lehrlinge wir haben, desto mehr Geld können wir verdienen. Eine Hochzeit findet statt. Desto mehr Geld wir verdienen, desto schneller kommen wir in allem voran. So sieht das jetzt aus. Und das? Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Herrlich. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Na. Patricia. Das hören wir nicht so gerne. Ihr Lieben, das war die Gilde 1 aus dem Jahre 2002. Schaut euch gerne auch die anderen Videos zu die Gilde 3 an, hier mal auf meinem Kanal. Abonniert, kommentiert. Ich freue mich darüber. Das war's von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Nils Gefiels. Tschüss, Leute.